willkommen zu diesem kleinen Special Video, ja. Und wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, haben die Jungs von Porkchop Media und so weiter einen kleinen Server gemacht. Und was ihr jetzt hier schon hört, jetzt geht die Musik doch schon los. Stellen wir die mal ein bisschen leiser. Ja, wir sind hier direkt am Spawn und es gibt hier sogar extra Musik, wenn man sich hier einloggt, kann man. Herzlich willkommen in Funville, dem größten Minecraft-Freizeitpark. Hier könnt ihr viele interessante Attraktionen entdecken, Hunger Games und PvP spielen, eure Künste im Jump'n'Run beweisen und vieles mehr. Tretet ein, das Funville-Team wünscht viel Vergnügen. Ja, und so. To Funville, the biggest Minecraft-Theme-Park. Here you can explore many exciting attractions, play Hunger Games und PvP. Und so, was hört man dann hier eben? Da muss man sich einloggen. Wie loggt man sich ein? Ja, einfach mit /E-Mail und dann seine E-Mail, dann bekommt man da eine E-Mail, man darf sich halt nicht vertippen. Und dann kann man da auf der Webseite dann auf so ein, ja, auf den Musikbutton, wenn man sich eingeloggt hat. Und dann kommen da solche Sachen, wie ihr gerade gehört habt. Und manchmal kommt halt auch nichts. Und hier seht ihr nochmal das ganze Team direkt am Spawn. Ich würde sagen, wir erkunden jetzt einfach mal den Server. Es gibt sehr viele Sachen zu entdecken, auch sehr coole Sachen. Und hier ist so der Freizeitparkbereich. Und ja, der Server ist riesengroß. Und er hat auch 250 Slots, deswegen leckt es manchmal ein bisschen. Das liegt dann nicht, ja, das liegt dann einfach am Server. Wir haben hier eine kleine Schaukel, oder wie man das auch mal nennen mag. Und es ist natürlich ein bisschen still, jetzt muss ich mal meine Musik hier wieder anschmeißen, meine eigene Musik. So. Ja, ihr seht ihr den Chat mega voll. Hier sehen wir auch mal ein paar Dingens. Der Zander, der Aegis und der Sky. Und der CHD, der Programmierer da. Ja, wie gesagt, manchmal leckt es noch ein bisschen. Hier ist dann, die verschiedenen Teammitglieder haben immer so einen Shops. Das Citizen Plugins ist das hier übrigens. Das kennt ihr ja sicher auch schon von mir. Das habe ich auch öfters mal eingesetzt. Ganz interessante Nettigkeiten hier. Dino Trinks, was haben wir hier? Ja, kann man schlagen, dieses Schlagenteil. Und man sieht hier. Ich meine, man wird hoch. Ja, genau, also man wird eben hoch teleportiert, also oder hochgeworfen. Das ist schon sehr cool. Da gibt es übrigens auch nochmal später ein anderes Feature, wo das gemacht wird. Dann haben wir hier. Ja, hier ist eben manchmal gibt es so kleine Lecks. Haben wir hier eben das Karussell, das Riesenrad. Können wir jetzt einfach mal rüber, wir hätten hier natürlich auch rüberspringen können. Was ist denn jetzt los? Ja, es leckt immer ein bisschen. Das Geisterhaus, das hier angesprochen wird, da müssen wir unbedingt auch noch hin. Mal schauen, ob ich es finde. Ja, hier ist das Riesenrad. Kann man sich immer hier hochprotten. Lol. Ja, ist sehr cool. Man kann hier übrigens auch bedenkenlos runterfallen. Das nur so am Rande. Man kriegt keinen Schaden, man verliert hier auch keinen Hunger. Jetzt muss ich nur gucken, bin ich hier schon am höchsten? Ich glaube noch nicht. Hier bin ich am höchsten. Ah ne, eins gibt's noch. Oder bin ich jetzt schon wieder drunter? Ne, das hier ist das höchste. Hier ist, ich habe jetzt die Ränder, das sind natürlich auf ganz klein, damit es hier nicht so mega leckt. Und ihr seht trotzdem, dass der Eike oder sein Citizen, dass es übelst leckt. Ich denke mal, da werden sie aber auch noch mal was finden. Und dann gehen wir jetzt hier runter. Und nochmal runter und nochmal und nochmal und nochmal. Und dann sparen wir uns den letzten. Und es leckt wieder gerade. Ja, was ist denn jetzt los? Gut, das Problem haben gerade alle. Es leckt hier halt gerade mal wieder übelst. Der Server läuft jetzt auch erst noch nicht mal einen Tag. Ja.
Jetzt geht's wieder, oder auch nicht. Dann müssen wir die Musik mal ein bisschen leiser wieder stellen. So. So, jetzt geht's dann auch wieder weiter. Der Server läuft wieder. Ich hoffe, er läuft auch länger wieder. Jetzt gehen wir hier weiter. Hier haben wir uns ja, waren beim Riesenrad. Hier. Und jetzt noch weiter. Hier ist das Trampolin. Sehr lustig auf jeden Fall. Boing, 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 boing. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Auf jeden Fall lustig. Und jetzt kommt hier der Irrgarten. Aber ich letztes Mal beim ersten Mal geschafft. Ich kenne den Weg aber nicht mehr. Aber wir gehen jetzt trotzdem hier mal rein. Ich meine, es war der Weg. Und dann glaube ich hier lang. Dann weiß ich, war auch nicht weiter. Ich glaube, es war hier. Also, ja, das ist auf jeden Fall sehr cool gemacht. Das ist eine Sackgasse. Das ist, glaube ich, auch eine Sackgasse. Richtig, richtig. Jetzt hier rein, so viel ich weiß. Ne, das war eine Sackgasse. Dann noch. Was dann hier lang? Ich meine, es war hier irgendwo. Wie gesagt, ich habe es schon mal geschafft. Und dann gehen wir hier lang. Das ist. Kann sich ja immer so ein bisschen orientieren. Man könnte jetzt auch die Minimap nehmen, aber wir haben es geschafft. Juhuay! Und dann kommt hier auch im Chat Rübel15. Hat es euch den Irrgarten geschafft? Juhuay! Ja, was haben wir dann hier noch so Schönes? Also, es hieß ja, man entdeckt ein paar Easter Eggs, wenn man hier nur lang genug läuft. Naja, manche sind noch nicht im Betrieb. Es geht einfach mal hier lang. Hier ist dann so ein schickes Nussknackerteil. Genau, das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Das hat jetzt keine Funktion. Ist aber architektonisch sehr gut gelungen. Man hat hier sogar Münzen. Aber man kann damit leider nicht interagieren. Und dann haben wir hier, gehen wir einfach mal hier weiter. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts. Was gibt es viel zu entdecken. Dann ist hier Zander mit seinem Stand. Natürlich Fischbrötchen, ist ja ganz klar. Und was haben wir hier denn noch? Alles weiß ich auch noch nicht. Genau, hier kommt dann noch irgendwann das Spleef Area. Coming soon steht hier, da kommt dann auch noch was. Dann haben wir hier Kilian mit seinem Eisstand. Und dann gehen wir mal hier weiter. Und gehen wir hier weiter. Was haben wir hier? Ich glaube, hier ist schon eine Achterbahn. Da weiß ich, ja genau. Da weiß ich es allerdings nicht, ob sie funktionieren, die Achterbahnen. Da war bei der Serveröffnung, da habe ich mir nur den Livestream angeschaut. Da war ich nicht dabei, weil da einfach so extrem viele waren. Jetzt nur die Frage. Ja, hier kommt man wahrscheinlich noch nicht rein. Wie gesagt, die Achterbahnen, die gehen anscheinend noch nicht. Oder gingen mal. Oder gehen nicht, weiß ich auch nicht genau. Ist ja jetzt auch egal. Aber es ärgert mich jetzt schon ein bisschen. Vielleicht kann ich nochmal gucken, ob da vielleicht doch was geht. Aber anscheinend nicht. Denn es kommt ja kein Minecart. Das ist ein bisschen blöd, dass die Achterbahnen jetzt nicht gehen, aber gut. Da kann man nichts machen. Ich weiß es auch nicht, wie das hier geht. Und der Zander ist auch schon wieder da und dann gehen wir einfach mal weiter. Jetzt geht natürlich wieder die Post ab. Hier haben wir dann so einen kleinen See. Vielleicht. Da steht der Riol. Ist wahrscheinlich. Nee, ist der echte. Nee, ist nicht der echte. Dann ist das wohl so ein kleines Easter Egg. Das wäre ein bisschen doof, wenn das der echte wäre. Wann sehe ich, dass das nicht der echte ist? Naja. Sonst würde er irgendwann mal absaufen. Dann gehen wir jetzt immer weiter hier mit dem epischen Sonnenuntergang. Und wo waren wir denn noch nicht? Das muss ich jetzt erstmal gucken.
Wir gehen mal hier rein. Ne, wir gehen erst rechts rum. Versuchen das alles mal ein bisschen systematisch abzubauen, weil das gar nicht geht. Weil es so viel ist, dann haben wir hier noch auch noch was Schönes, wie gesagt, architektonisch. Aber kein möglich, also hat noch keinen, so kann man noch nichts machen, so viel ich weiß. Aber ist ja sehr schön, also sagen wir so, wäre es in Real Life, könnte man da schön entspannen. Da hoch kann man da noch hochgehen. Etc. etc. Dann gehen wir jetzt einfach mal weiter. Ja, wie gesagt, es ist sehr verzwickt, man findet nicht alles. Sehr cool gemacht auf jeden Fall, auch hier. Ich habe mich gerade gewundert, für was die wohl sind. Das wohl die Spleef Area. Dann gehen wir mal hier lang, aber das sind, glaube ich, alles nur noch Dinger. Jawohl, jawohl, dann gehen wir erstmal hier lang. Dann gehen wir mal hier lang. Ist jetzt nicht dunkel, aber es spawnen kleine Monster, dann haben wir den Eisstand. Dann können wir hier reingehen. Dann haben wir hier, hier genau, kann man dann so eine Jump'n'Run-Bahn machen. Das zeige ich euch doch jetzt einfach mal. Kann man auch gegeneinander antreten, wie man hier sieht. Hier war ich letztes Mal, wir gehen jetzt mal blau. Und dann kann man hier auch gegeneinander antreten. Ist auf jeden Fall ganz lustig, dann muss man ja halt so schnell wie möglich durch diese Bahn, und das ist echt, also am Ende freut man sich, wenn man dann wieder rauskommt. Dann geht es jetzt nämlich hier weiter. Das ist echt übel. Es ist bestimmt natürlich noch viel cooler, wenn man dann gegeneinander dann. Und jetzt kommt nämlich das richtig Üble, die Spinnenweben. Und da muss man echt genau treffen, da lassen wir jetzt mal ein bisschen Zeit. Und das ist hier echt übel, wenn man welche nicht schafft, da drüber zu springen, dann dauert das einfach nur so ewig. Und dann dauert das. Und dann muss man immer ganz genau zielen, weil sonst dauert das. Also die Achterbahnen gehen anscheinend teilweise doch. Ah, komm schon. Jawohl. Ja. Und dann hier entlang. Auf jeden Fall steht da sehr viel Mühe drin. Sie haben, glaube ich, 40 Tage dran gebaut an der Map. Das merkt man auch. Und jetzt hat man es dann geschafft. Und kann dann wahrscheinlich hier war auch immer was machen. Ich glaube, machen die nicht die Lampen an? Ich glaube, die machen dann die Lampen an, wenn man da durch ist, weil die rote habe ich auch schon gemacht. Aber das weiß ich nicht so genau. So, jetzt sind wir hier. Da ist der andere Ausgang von der anderen Jump and Run Map. Ja, und hier sind die ganzen Spleefs. Das heißt, wir haben jetzt erstmal einen ganz langen Weg wieder. Und das bauen euch, ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Bisschen doof, dass keine Musik kommt. Ja, weil Achterbahn stecken hier so viele Leute fest, ist gut. Dann müssen wir da nicht hin, oder? Ja. Ja, viele Leute suchen eben die Sachen jetzt. Ich kenne mich jetzt schon ein bisschen aus, hat mir das gestern Abend nachdem der erste Trubel vorbei war, mal ein bisschen angeschaut. Aber alles habe ich auch noch nicht, und der Chat ist hier halt echt übel voll, weil es sind hier konstant über 100 oder so drauf. Aber man merkt, der Chat läuft schon auch flüssig. Und jetzt gehe ich einfach mal hier lang. Ich hoffe es geht. Wir gehen jetzt mal hier lang. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht was Großartiges vergessen, aber wie gesagt, man kann hier, glaube ich, alles gar nicht so entdecken, und es wäre auch langweilig, wenn wir jetzt hier alles entdecken würden. Können wir ein bisschen sprinten. Also man kann auf jeden Fall viel entdecken hier. Auch viele lustige Sachen. Oder Easter Eggs. An der Achterbahn ist wohl gerade die Eskalation. Das ist ja wohl lustig. Wo ist die Achterbahn? Naja, irgendwo da in dem Vergnügungspark. Da waren wir jetzt noch nicht. Und die ersten Fragen jetzt auch schon. Dann geht es ja manchmal immer wieder zu. Ja, hier Führung am Spawn zu dem und dem. Und hier ist anscheinend Ende.
Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ja, da ist die Map Ende. Das war jetzt sehr schlau, Manuel. Sehr, sehr schlau. Ja. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Jetzt habt ihr auch mal gesehen, was ist hier noch? Die Mauern hier, die Map begrenzen. Naja, ich könnte es euch aus Spawn machen, aber das ist ein bisschen blöd. Naja, ist auf jeden Fall viel Lauferei. Also da verbringt man doch schon ewig, aber das ist ja auch cool. Es soll wohl auch irgendwann dann mal die Warps kommen, vielleicht sogar auch nur mit Premium. Also das baut sich jetzt zuerst langsam auf. Wie gesagt, erstmal die Servereröffnung, die war gestern. Großes Eröffnungsevent, war auf jeden Fall sehr geil gemacht. Und das kommt der nächste. Das ist der Pyro, der hat ja auch mitgebaut. Habt ihr vorher vielleicht auch kurz gesehen. Dann gehen wir jetzt hier wieder zurück. Ja, die werden jetzt alle getötet, weil die da irgendwie festhängen. Und halt, das war falsch. Also wir müssen hier wieder da raus. Da ist, glaube ich, der Irrgarten, wenn ich nicht alles täusche. Dann gehen wir jetzt nochmal Spawn ein. Und hier sind wir wieder am Spawn. Und jetzt kommt da wieder die Musik von Anfang. Oder von der Welt, deswegen hört ihr jetzt gerade alles doppelt, aber ich müsste mal jetzt gleich aufhören. Richtig. Ich weiß jetzt nicht, ob die nur hier kommt. Warte mal. Jetzt waren wir hier. Hier haben wir aber noch lange nicht alles. Hier ist die Achterbahn anscheinend. Können wir jetzt einfach mal hingehen. Ja, der Server ist noch ein bisschen buggy, aber das will man auch keinem jetzt verübeln, denn der ist noch... Ne, das ist... Der ist noch frisch, sozusagen. Na, hier waren wir jetzt doch schon, oder? Ja, jetzt gehen wir mal zurück. Dann gehen wir mal jetzt geradeaus in den Wilden Westen. Ihr seht, hier müssen nochmal die ganzen Dinger dann. Wer jetzt alles am Server beteiligt ist und so weiter. Und jetzt gehen wir zur Western Map. Gehen wir nämlich hier lang. Da habe ich auch noch nicht. Ah, da ist der Reol vom Podcraft TV, da hier mal so ein paar Leute abknallt. Und vielleicht erkunden wir mal ein bisschen die Map, denn es soll ja wohl ein paar Sachen zu finden geben. Das ist auf jeden Fall die Achterbahn. Auf jeden Fall sehr schöne Landschaft. Und was ist denn hier? Hier sind die Schienen betreten verboten. Dann gehen wir da auch nicht hin, wenn das da so steht. Also das sollen Schienen darstellen. Das finde ich auch sehr cool gemacht. Ja, das war auch schon die kleine ein bisschen Map. Und dann sind hier noch die Wagen oder Wägen. Kennt man ja auch. Sind auch sehr cool. Hier mit den Pisten als Rädern. Das habe ich so noch nicht gesehen. Da ist nichts. Dann gehen wir hier in die Mauern. Hier kommen dann alle angeströmt. Und dann haben wir hier die Stadt. Da ist der Freefall Tower. Geben wir mal erstmal linke Hand. Ist auch so eine Regel aus der Feuerwehr, so die linke Handregel. Nur so nebenbei, braucht jetzt niemand wissen. Aber hier ist anscheinend nichts, dann besuchen wir nochmal die ganzen Häuser. Hier auch sehr geil gemacht, der Galgen. Sehr geil, da kommt immer wieder diese Audio-Message. Und dann gehen wir hier mal rein. Wohl so irgendwie, was weiß ich, irgend so ein kleiner Salon oder Saloon. Genau, PvP kommt erst noch. Hier haben wir die Bank und da kann man wohl auf die Bank überfallen und ich weiß nicht, was passiert, wenn man die jetzt überfällt. Ich weiß nur, dass man sie überfallen kann. Das mag ich jetzt erstmal nicht, denn dann kommt irgendwas im Gefängnis und das will ich nicht. Hier ist so ein kleiner Gemüseladen. Die Musik ist mir doch noch etwas zu laut, da muss ich nur kurz suchen. So, dann machen wir die Lautstärke noch ein bisschen runter.
Noch so ein bisschen so perfekt. Ja, sehr nette Gebäude auf jeden Fall. Hier ein bisschen in Pink. Die Candy Bar, Süßigkeiten. Pink und oder Violett, wie unser BK-Lehrer jetzt sagen würde. Manchmal sind auch ein paar Spammer im Shop, aber nicht im Shop, im Chat. Aber das ist überall so. Manche können sie einfach nicht benehmen. Zutritt nur für Mitarbeiter, da gehen wir auch nicht hoch. Wir halten uns an die Schilder. Nicht, dass uns noch was passiert. Dann haben wir hier das nächste Gebäude. Das weiß ich auch nicht, was es ist. Es ist aber sehr nach. Wieder nach einem Salon aus. Da ist der Kopf von Eike. Ah, hier kommt. Hier kam mal was. Aus dem. Sehr nice auf jeden Fall hier alles gemacht. Kann man auch hoch. Ah ja, das ist für die Bücher. Also sehr detailliert gemacht. Also wenn man das sich hier ganz sauber so anschaut, sind sehr ein paar coole Sachen. Warte, hier müssen wir ein. Manche rennen hier einfach nur so durch, das ist natürlich ein bisschen schade. Sarg to go, auch geil. Das sind Särge, kann man hier. Ist aber auch schon leer. Särge to go. Auch geil gemacht. Das ist auf jeden Fall eine coole Idee. Und das war's jetzt auch schon. In dem Haus waren wir auch schon. Jetzt leckt sich so ein bisschen. Aber gut. Und das haben wir hier. Salon zum tänzenden Pony. Hier ist einmal so ein richtig klassischer Salon oder wie man das. Salon, wie auch immer, ist doch auch egal. Sehr, sehr cool. Hier ist noch ein kleiner Balkon. Sieht auf jeden Fall sehr lustig aus. Da ist dann die Achterbahn, die Holzachterbahn. Ich hoffe mir. Wir hängen da nicht drin, falls wir das Sommer ausprobieren. Ja, das mit den Münzen. Das wird wahrscheinlich, oder denke ich mal, vermute ich mal, vielleicht mal noch kommen. Das gehen wir aber erstmal ran. Ja, so ein paar Schilder mehr könnten sie vielleicht noch aufstellen, gerade am Anfang. Einfach, dass man sich ein bisschen besser orientieren kann. Aber das wird sicher noch alles kommen irgendwann mal. Hier das Bad. Auch sehr cool gemacht. Also da kann man sich auch so ein paar fürs Minecraft-Display, fürs Einrichten so ein paar Ideen holen. Auf jeden Fall, also ich bin echt begeistert, auch wenn man das vielleicht nicht so hört, aber das liegt in meiner Art. Auf jeden Fall sehr cool. Hier ist dann die Polizei, unsere liebe Verwandten. Ja, ich bin ja von der Feuerwehr. Also hier von der Feuerwehr. Und hier sind die Verwandten von der Polizei. Die Kollegen. Ja, guck, da sieht man schon die ersten Spammer, wo alles immer 3-4 Mal in den Chat schreiben müssen. Ach ja, wir haben es nicht nötig. Wir waren hier, waren wir, da waren wir. Hier ist dann nur noch der Ausgang und ein paar Wägen. Da geht's dann, weiß ich gar nicht, wo es da hingeht. Hier ist die Achterbahn auf jeden Fall. Und hier ist die Kirche, da gehen wir mal rein. Hier sind die Gräber, die kennt man ja. Tupac, Slenderman, Dirty Sanchez. Hier ruht Sanders Hoffnungen und seine Träume, auf jeden Fall sehr geil. Ich kann kein Lateinisch, deswegen kann ich das jetzt nicht vorlesen, das tut mir sehr leid. 1 Beamter, geil, Beamter. Cotton Eye Joe. Marihuana, Familie Marihuana. Rest in Peace, Pix, Rest in Pixels Niveau. Überreste umsonst. Da ist ein Dispenser. Auf jeden Fall sehr, sehr geile Sachen, wo man hier entdecken kann, wenn man sie auch entdecken will. Ach, da ist ein Knopf. Ah, da gibt's. Habt ihr gesehen? Zombiefleisch. Wir sind nicht gläubig, wir tun nur so. Kann man dann in den Beichtstuhl gehen? Was haben wir hier unten? Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Machen wir aber wieder mal zu.
Dann haben wir hier die Kirche und die Bibel hier. Kann man da auch hoch? Ich hoffe, ich denke. Oder auch nicht, ist ja auch egal. Waren wir jetzt hier hinten schon überall? Ja. Zur Achterbahn wollten wir. Genau, zur Achterbahn wollten wir. Ist auf jeden Fall, wenn nicht so viel los ist, viel besser. Ich hoffe, dass. Ja, das wird auch. Es war am Anfang dann nicht so toll, wenn dann welche auf der Bahn rumgerannt sind. Steigen Sie ein bei Django Derailed. Bitte beachten Sie folgende Sicherheitshinweise. Folgende Personen dürfen aus sicherheitstechnischen Gründen an der Fahrt leider nicht teilnehmen: Babys, Säuglinge und Kinder unter 8 Jahren sowie Personen mit einer Körpergröße von unter 1,20 Meter oder Personen, die aufgrund ihres Körperbaus keine normale Sitzposition einnehmen können und/oder sich nicht. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gehört. Ich habe jetzt nochmal den Sound ein bisschen lauter gestellt. Auf jeden Fall mega geil. Hier fahren wir jetzt noch ein bisschen Achterbahn und es steht hier auch niemand auf der Strecke rum. Das heißt, wir können auch fahren. Sehr geil, alles automatisch geregelt. Man muss nichts machen. Und jetzt geht's hier los. Ich hoffe, es leckt jetzt nicht, aber es wird garantiert ein bisschen lecken. Oh, ich hoffe, wir hängen jetzt hier nicht. Die Sounds sind natürlich ein bisschen nervig jetzt und jetzt geht's hier steil bergab. Wuhey! Ah, Adrenalinkick! Bam, 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 bam! Einfach richtig geil gemacht. Und gleich wieder runter in den Tunnel. Und wieder hoch. Rasante Fahrt auf jeden Fall. Wow, 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 da wird's einem ja ein bisschen. Ja, wenn das jetzt alles noch ein bisschen schneller ist, dann wird's einem ganz schön. Bisschen schwindelig dabei, also halt so ein bisschen komisch. Und dann geht's hier wieder runter. Und dann wird's auf einmal dunkel. Richtig geil. Und dann geht's hier auf einmal noch ganz langsam. Und dann wird's hier wieder schneller, wieder ins Dunkle. Steigen Sie ein bei Django Derailed. Bitte Und hier beachten hören Sie wir jetzt nochmal folgende zu. Sicherheitshinweise. Folgende Personen dürfen aus sicherheitstechnischen Gründen an der Fahrt leider nicht teilnehmen: Babys, Säuglinge und Kinder unter 8 Jahren sowie Personen mit einer Körpergröße von unter 1,20 Meter oder Personen, die aufgrund ihres Körperbaus keine normale Sitzposition einnehmen können und/oder sich nicht richtig festhalten können. Epileptikern sowie Personen mit Hals-, Rücken- oder Herzproblemen und Schwangeren wird von der Mitfahrt aus medizinischen Gründen abgeraten. Kinder unter 12 Jahren müssen von einer Aufsichtsperson begleitet werden. Das Rauchen im Warte- und Einstiegsbereich ist strengstens untersagt. Lose Gegenstände sind vor Antritt der Fahrt zu sichern oder abzulegen. Strecken Sie niemals Ihre Gliedmaßen aus dem Wagen. Achtung, Lebensgefahr! Auf jeden Fall richtig geil und viel Mühe steckt auf jeden Fall dahinter. Und jetzt gehen wir mal hier hoch. Ich denke, hier gibt es dann erstmal nichts mehr zu sagen. Gehen wir noch dahinter. Ja, gehen wir noch dahinter. Und zwar gehen wir jetzt mal dahinter. Da war ich noch gar nicht. Und das Beste eben unser Verschluss aus, nämlich da, wo es da hochgeht. Hier auf jeden Fall sehr cool mit der Kohle in dem Wagen drin. Hier waren wir gleich noch gar nicht, oder? Kann das sein? Ne, hier waren wir noch gar nicht. Barber Shop. Ah, sehr cool, sehr cool. Ah, die Kisten kann man nicht aufmachen. Ja, sieht auf jeden Fall sehr cool aus, dieser Shop hier auch. Und jetzt gehen wir dann mal hier hinter. Die Achterbahn auf jeden Fall sehr geil, auch mit den Sicherheitshinweisen. Ich hoffe, man hat es gehört. Ich habe leider ein bisschen verpennt die Tür. Nicht die Tür. Oh, was labere ich für einen Müll heute wieder? Müll. Ja, Müll. Die Musik auszumachen, aber ich hoffe, man hat trotzdem den Kilian verstanden. Kann man jetzt hier rein? Ich weiß auch nicht, was das hier gerade darstellen soll. Irgendeine Pyramide wahrscheinlich. Oder irgend so eine Katze. Tut mir leid. Da komme ich gerade nicht drauf. Hier ist dann wahrscheinlich das Ende. Dann halten wir uns auch dran. Und gucken mal hier noch, ob wir vielleicht irgendwas entdecken. Was andere vielleicht nicht entdecken, die einfach nur stumpf rumrennen. Es ist das gleiche wie.
wie soll ich sagen, das gleiche wie in anderen. Ich will ja durch. Wie in anderen Freizeitparks, also in echten Freizeitparks, wo man auch viel entdecken kann, wenn man nur hinschaut. Der heilige Stab. Wie kann man den jetzt bekommen? Ah. Jetzt haben wir eine Diamanthacke bekommen. Sehr geil. Muss man auch erstmal finden. Und muss es erstmal wieder rauskommen. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Sehr richtig geil hier. Das ist ja auch in echten Parks so, mal ganz so nebenbei. Also bei mir in der Nähe ist zum Beispiel ein Europa-Park. Davon kann ich jetzt leider nur sprechen. Ich war jetzt auch schon sehr lang nicht mehr dort. Aber ich kann mich noch daran erinnern, da kann man auch sehr viel entdecken, wenn man einfach mal nicht immer nur zu den Hauptattraktionen hinrennt. Und so ist das Ganze hier auch auf jeden Fall sehr cool. Man kann hier sehr viel Zeit verbringen. Ich weiß auch nicht, wie lange die Aufnahme jetzt hier schon läuft. Und wenn man einfach mal mit offenen Augen hier durchrennt. Die Wasserachterbahn ist, glaube ich, kaputt, wie ich gehört habe. Und hier ist auf jeden Fall so eine Berg- und Talstation. So wie ich das jetzt hier sehe. Hier ist noch so eine kleine Achterbahn. Da weiß ich jetzt auch noch nicht, was man. Forst außer Betrieb. Naja. Naja. Was haben wir denn hier noch? Was haben wir denn hier noch? Gehen wir mal hier rein. Hier haben wir noch. Ja, so ein bisschen. Eine kleine Dingens, eine kleine Wasserbucht, einen kleinen Hafen. Gehen wir mal hier in den Leuchtturm ein. Auch schon leer, also man sieht an den Dispensern, wo schon Leute waren, wo sie schon leer sind und wo noch keine Leute waren, wo die Dispenser noch da sind, also noch befüllt sind. Der Leuchtturm, naja, sieht cool aus, könnte natürlich jetzt noch blinken, das wäre ideal, aber man kann ja nicht alles haben im Leben. Und jetzt sieht zufällig, opa, Boote, nee. Und hier unten gibt es, glaube ich, auch nichts zu entdecken. Dann können wir wieder hochgehen. Kann man in die Booten rein? Nee, kann auch nicht rein. Und hier haben wir so einen kleinen Nichtschwimmerbereich, schätze ich mal. Und dann gehen wir hier mal weiter erkunden. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd mit Nacht. Die Achterbahnen sind nicht dauerhaft in Betrieb, ja. Eben weil man. Ah, jetzt weiß ich, das ist die Seilbahn. Genau, dann gehen wir jetzt mal zurück. Ich denke, man kann hier nichts mehr erkunden. Nee, 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 nee. Nicht, dass wir nachher wieder alles zurücklaufen müssen. Hier ist nur so ein kleiner Wasserfall. Und dann gehen wir jetzt wieder zurück. Ich weiß gerade nicht mehr, wo ich war. Ja, genau, manche rennen hier ein bisschen planlos. Es ist halt so hier so riesig. Aber ist sehr geil gemacht, erinnert mich ja wirklich an meinen Freizeitpark in den Europa-Park hier in meiner Nähe. Mit den ganzen Durchsagen und so. Was haben wir hier? Hier haben wir wahrscheinlich diese. Ja, genau, diese Gondelbahn da. Ja, das ist der CAD, der ist ja der Programmierer. Deswegen spielt der wahrscheinlich gerade ein bisschen. Jetzt gehen wir hier mal hoch. Fährt zu Fuß, denn wir sind ja Fitness gedingenst. Also Fitness, wir sind ja hier Fitness getrimmt. Wir laufen hier und gehen nicht hier die faulen Achterbahnen, die faulen, das ist ja schon Achterbahn, weil ich das hier lese, die faulen Gondeln. Hier geht's wieder zur Achterbahn, können wir gerade mal runtergehen. Servus, Kollege. Aber da waren wir ja schon bei der Achterbahn. Deswegen gehen wir weiter hoch und dann kommen wir hier eigentlich auch schon meiner Ansicht nach zum Highlight des ganzen Servers. Das muss man aber auch erst finden, das finde ich auch sehr gut. Hier auch sehr cool, die Laternen. Und dann hat man hier so einen Blick auch auf die Achterbahn. Ich vermute mal, dass das die Achterbahn ist. Könnte ja mal die Distanz noch ein bisschen. Short machen, auf Short, dann sieht man die Achterbahn.
Sehr, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier auf den Server zu kommen. Hier haben wir die Talstation, die im Moment ja noch nicht geht. Aber das wird echt, wenn es möglich umsetzbar ist, auch noch gemacht. Und dann gehen wir jetzt einfach mal weiter. Sehr cool hier die Landschaft. Gehen wir mal hier hoch. Hier war ich auch noch gar nicht. Geht wahrscheinlich aber nur zur Bergstation. Ist das richtig? Ja, dann denke ich mal, dann kann man hier halt dann wahrscheinlich dann runter. Dann runterfahren oder halt sich runterporten. Und dann gehen wir hier mal wieder weiter runter. Oh man, lauf, hier sieht man im Chat noch die ganzen Hunger Games und die ganzen Punkte. Da hat man dann so ein Hikrosaur, wo man dann auf der Homepage auch so eine Top 10 dann hat. Und hier haben wir noch unsere geilen Dinger und da haben wir den Remind Me. Ich weiß gar nicht von Haut mich tot von welchem Team der kommt. Das ist wieder Pyro. Ja, es gibt dann noch ein TS. Ganz klar. Sind auch immer welche online. Und dann kommt der Zander wieder und jetzt geht's hier wieder los mit Hi Zander und Dingsbums. Und das, was ihr hier seht, ist das Geisterhaus. Und da gehen wir jetzt rein und das ist einfach nur geil. Da war ich schon mal drin. Und ja, ich war das erste Mal drin und war da völlig planlos, weil es einfach so geil ist. Das Blöde ist, man kommt von hier nicht mehr weg, sondern muss dann wieder. Ja, entweder slash spawn, was wir wahrscheinlich auch machen werden, oder wir zurücklaufen. Oder ich habe da hinten, wenn man hier auf die Bäume jumpt, da kommt man da auch über die Mauer. Aber sonst ist das hier echt ein bisschen versteckt. Jetzt gehen wir hier mal rein. Hier ist auch sehr geile Umgebung. Und hier geht's jetzt rein und dann werdet ihr gleich auch im Chat sehen. Krüppel 15 hat das Geisterhaus betreten und ihr werdet nichts sehen. Ich habe die Helligkeit hier wirklich schon auf ganz hell, aber ich sehe nichts, ihr werdet gar nichts sehen, ja, das ist aber der Sinn der Sache. Ich sehe hier auch überhaupt nichts. Man kann sich sehr schlecht orientieren. Und jetzt waren wir leider zu langsam. Also ein bisschen schneller gehen. Dann haben wir hier auch Gift und Tränke. Man sieht echt extrem wenig. Dann haben wir hier so Köpfe und so ein Enderportal oder Endertruhe. Ich weiß gar nicht, was es ist. Sehr cool. Und man sieht echt fast gar nicht solche schwarze Wolle. Das ist cool gemacht. Und hier haben wir dann so eine Rakete. Dann haben wir hier unten einen Pfeil. Haben wir hier dann diese Skelette. Und dann wusste ich hier nicht, wie es weitergeht. Und ich weiß es auch irgendwie jetzt gerade nicht mehr, wie es weitergeht. Aber wo geht's denn hier jetzt weiter, ey? Irgendwo geht's hier weiter. Genau, hier geht's runter. Und der Sound hier ist auch richtig geil. Haben wir dann wieder die Köpfe. Und ein Skelett. Und ein Skelett. Das war vorher bei mir noch nicht da. Ich weiß nicht, ob ich gehe ich jetzt wieder zurück, oder? Aua, nein, das war richtig. Und dann geht's hier weiter und hier wusste ich dann auch wieder nicht, wie es weitergeht. Bis ich gemerkt habe, dass man hier lang muss. Das ist auf jeden Fall geil, die auf die Soundkulisse hier. Au, 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 scheiße. Oh, zum Glück gehen die Skelette. Sind die gleich wieder weggegangen. Und dann geht es hier weiter. Und wo geht es jetzt hier lang? Und hier geht's raus. Puh. Und jetzt habe ich gerade nochmal einen Schock bekommen, weil das letztes Mal noch nicht so war. Letztes Mal so noch nicht war, dass es mich dann so rausgeschleudert hat. Ja, und das war's jetzt hier mit dieser Ding. Und jetzt habe ich euch ja gesagt, ihr kommt jetzt hier nicht mehr so zurück. Deswegen gehen wir jetzt mal Spawn ein. Jetzt sind natürlich wieder die klassische Musik, wie vom Anfang, die sehr geil ist. Und hier singt schon wieder jemand meinen Song. Dieses.
Thunder the Fischl doesn't like the ocean, das war ich, also nur so für alle, die es interessiert. Den habe ich Zander mal geschrieben, der Song, der war so grottig schlecht. Das ist echt schon peinlich. Ja, ich denke wieder, welche Achterbahn fest. Hier geht's, kann man dann entweder so durch die ganzen Hunger Games hier in den Räumen, oder man geht, das zeige ich euch jetzt. Oh, der Chat, der nervt manchmal auch ein bisschen. Oder man geht eben hier, oder man geht eben ganz da hinten. Hier sind auch nochmal alle Hunger Games. Ja, eben der Zander, der ist eben erster. Hier haben wir eben die ganzen Hunger Games, wo man dann reingehen kann. Das ist, glaube ich, auch so der Hauptmerk hier an diesem Server, eben auch mit dieser Top-Liste, die es dann da gibt. Da habe ich bis jetzt noch nichts, weil ich noch bisher noch kein Hunger Games gespielt habe, aber da wird dann bestimmt irgendwann auch mal so ein Livestream zum Zusteigen, und da ist der Zander. Ja. Wir können ihn ja mal ganz kurz näher, weil der Server leckt so, da kann man die Leute schlecht verfolgen. Und dann kommen wir jetzt hier zu der eigentlichen Herausforderung des Servers. Zum Jump and Run. Und Leute, das ist echt übel. Und das sieht einfach nur so einfach aus, aber das fange ich jetzt auch gar nicht an. Hier, das ist das Rote. Das hat, glaube ich, bis jetzt nur ein oder zwei geschafft. Das ist so übel. Also da bin ich bis jetzt auch noch nicht weitergekommen. Ich kann es euch ja mal ganz kurz zeigen. Ich muss schon den ersten Sprung, und den schaffe ich schon mal nicht. Und ja, das ist echt richtig kacke. Und beim Einfachen ist es so, das ist auch so mies, weil dann ist hier so ein Sprung, da springt man dann einfach zu weit. Und ja, das ist jetzt sehr bitter, aber ja, ihr kennt mich ja, ich bin im Jump'n'Run so richtig mies, aber ich glaube, hier werde ich dann noch öfters mal zu finden sein und das Ganze dann probieren. Auch mal dann ohne die Aufnahme, das ist hier eben unten. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Dann sehen wir noch die ganzen Hunger Games Map. Wie gesagt, die sind dann da hinten aufgelistet. Da kann ich vielleicht immer ganz kurz zeigen, was es da denn alles so gibt. Und da ist der Zander. Dann können wir den noch einfach mal belagern. Ich weiß nicht, ob, also ihn erkennt mich nicht. Ich glaube, er kennt mich nicht, aber so kennt er mich schon vom YouTube-Channel her. Wie gesagt, auch weil ich einen Song geschrieben habe und so. Und hier war eben auch dieser Belastungstest, so ziemlich, wo ich öfters mal dabei war. Und jetzt haben wir nochmal im Arena Cave die ganzen Maps, Bareide 5, Bareide 1, Bareide 2, Bareide 3, Teheran 1, Teheran 2, Bareide 4 und Mini. Und ja, das war's im Großen und Ganzen schon von dem Server, wobei ich ja, von diesem, wie soll ich sagen, von diesem Dingens, von dem Freizeitpark auch nicht alles jetzt wahrscheinlich gezeigt habe, weil es da so viel zu entdecken gibt. Aber die Aufnahme ist jetzt auch schon 40 Minuten lang. Und ja, also es ist echt übelst. Und ja, alles kann man da, glaube ich, gar nicht entdecken. Also, wie gesagt, ich bin jetzt hier beim zweiten Mal und ich habe auch noch nicht alles entdeckt. Vor allem hier diese Dingens-Map. Die Freizeitpark-Map, die ist echt unübersichtlich. Und ja. Aber das war's auf jeden Fall mit meinem kleinen Video, das doch etwas länger ist. Und ja, ich finde, man könnte noch ein bisschen mehr Musik einfügen. Richtig, die haben ja dieses Teil schon.
dieses Ding, wo man dann eigene Musik hat, wie zum Beispiel. Ah, hier gibt's die ganzen Warps. Das habe ich jetzt auch noch nicht entdeckt. Dann gibt's hier noch die Wettrennen. Na? Muss man. Wieso geht das? Ah, zur Kirmes geht. Aber. Irgendwie zum Ding geht noch nicht alles anscheinend. Das ist aber neu, das habe ich auch noch gar nicht entdeckt. Zum Wettrennen geht nichts, zur Bergstation geht auch. Ja, das war's jetzt aber dann endgültig, das habe ich noch gar nicht entdeckt. Gehen wir wieder zu Spawn. Kann man eigentlich noch zurückgehen. Hier seht ihr dann die ganzen Parkplätze. Und ja, das war's dann von mir. Ich finde den Server auf jeden Fall richtig geil, steckt richtig viel Mühe hinter, das merkt man auch. Er bietet sehr viel auf jeden Fall, es wird eben sicher nicht langweilig. Herzlich willkommen. Und mit diesem Ding verabschiede ich mich. Hier könnt ihr viele interessante und besucht einfach den Server und vielleicht trifft man sich ja, wie gesagt, mein Ingame-Name ist Rüppel15. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Welcome to Funwill.